noch nichts. Und was? Tut mir leid, der Fahrstuhl funktioniert nicht. Er ist geschmort. Okay, was soll man sagen? Du wolltest fahren. Geht alles kaputt. Ich kann dir eine Führung anbieten. Zur Linken siehst du irgendwelche Lichter. Keine Ahnung, wozu die gut sind, sind aber sehr beeindruckend. Yo. Warte, ich stell den Strahl ab! Warte, Sperr! Nein, das ist gar nicht gut! Ah! Wie konnte ich das für eine gute Idee halten? Wo zum Fix sind wir gelandet? Was er mit der Anlage gemacht hat nach der Übernahme? Töten? Gute Frage, GLaDOS. In deinen Augen wäre das wohl mehr als selbstverständlich, ihn jetzt töten zu wollen. Oh Mann. Noch so ein Scheiße. Ich will eigentlich gern darüber, aber ich glaube nicht, dass es einen Weg gibt. Yeet. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich das in den letzten Folgen schon mal gesagt habe. Die Rätsel, die werden schon teilweise etwas kniffliger. Es kann auch, wie gesagt, sein, dass ich mich manchmal ein bisschen doof anstelle oder so. Aber so gewisse Sachen, die sieht man auch nicht auf Anhieb, muss ich sagen. Vielleicht bin ich da oder der Typ, der das nicht so auf Anhieb sieht. Und andere vielleicht schon, aber... Ja. Du lebst! Toll. Ich bereite gerade einen Test vor. Für dich, logisch. Für wen sollte ich es sonst machen? Also, wollen mal sehen. Ausgang, Ausgang, Ausgang. Es gibt keinen Ausgang. Kein Problem, ich mache einen Ausgang. Für deinen Test. Zerstört hat. Da, Ding. Sehr gut. Weiter geht's. Nachdem ich den Strahl ausschalten sollte, dachte ich, ich hätte dich verloren. Ich begann nach anderen Testsubjekten zu suchen, aber ohne Erfolg. Sind immer noch alle tot. Also. Oh, aber ich habe etwas anderes gefunden. Ich habe eine riesen Überraschung für euch beide. Ernsthaft, freut euch schon mal drauf. Ich möchte mich nicht drauf freuen, bin ich ehrlich. 15 von 19. Da drauf. Ich muss da hochkommen. Aber wie ich das anstelle, kann ich nichts mehr. Ernsthaft. Jupp, das ging straight in den Tod, muss ich sagen. Ich versteh's auch nicht so wirklich, bin ich ehrlich. Ha, du lebst! Ja, toll. Ich bereite gerade einen Test vor. Für dich, logisch. Für wen soll ich es sonst machen? Die klappt zu. Also, wollen mal sehen. Ausgang, Ausgang, Ausgang. Es gibt keinen Ausgang. Ja, ja. Kein Problem, ich mache einen Ausgang. Für deinen Test. Das sieht aus wie Farbe. Da! Bing! Sehr gut, weiter geht's. Nachdem ich den Strahl ausschalten sollte, dachte ich, ich hätte dich verloren. Ich begann nach anderen Testsubjekten zu suchen, aber ohne Erfolg. Sie sind immer noch alle tot. Oh, aber ich habe etwas anderes gefunden. Ich habe eine riesen Überraschung für euch beide. Ernsthaft, freut euch schon mal drauf. Ich muss ja da hochkommen. Mit Schmackes. Oh.
Schmackes muss ich da hochkommen. Da habe ich zu wenig Schmackes. Da falle ich hin. Glaube ich. Es geht hoch, genau, und der fährt dann auch. Habe ich irgendeine Chance, dass er durch Zufall da runterfällt? Okay. Sagen wir es so. Dann müsst ihr ja da reinfallen. Aber hier kann ich nichts machen. Oh, ich glaube, ich habe eine Idee. Wie ich da mit Schmackes reinfahre. Ich brauche welches Ding, um da hinzukommen? Rein, um da oben rauszukommen. Da kann ich jetzt immer noch, genau. Ich gehe hier rein, um da rauszukommen. Wenn ich da bin, will ich mit meinem klappt das nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Tatsächlich. Du lebst! Ja. Toll. Ich bereite gerade einen Test vor für dich, Luke. Für wen sollte ich es sonst machen? Also, wollen mal sehen. Ausgang, Ausgang, Ausgang. Es gibt keinen Ausgang. Kein Problem, das ich mache einen Ausgang für deinen Test. Das klingt mir gar nicht. Macht keinen Sinn. Klar. Bing. Sehr gut. Weiter geht's. Nachdem ich den Strahl ausschalten sollte, dachte ich, ich hätte dich verloren. Ich begann nach anderen Testsubjekten zu suchen, aber ohne Erfolg. Sind immer noch alle tot. Oh, aber ich habe etwas anderes gefunden. Ich habe eine riesen Überraschung für euch beide. Ernsthaft, freut euch schon mal drauf. Damit würde es gehen, wenn ich denn... Geht's ja nicht weiter. Aha! Ich war kurz davor zu sagen. Man könnte doch... theoretisch... macht mich schneller, weil die Farbe, ne? Die macht da nicht so viel Sinn. An der Stelle, glaube ich. Ah, warte, ich habe eine Idee. Wenn ich mich hier drauf stelle. Dafür aber gleichzeitig beide Knöpfe aktivieren. Gut, damit hat sich das ausgespielt, das Thema. Ja.
egal wie ich es mache, ich muss hier bleiben oder etwas finden, was hier drauf kommt. Dieses etwas ist wohl der Block dort oben, welchen ich wohl bewegen kann. Ich hier runter. Oh mein Gott. Okay. Ich verstehe Rätselslösung. Oh mein Gott. Let's go! Irgendwie. Ist ja eigentlich eine Möglichkeit, oder? Oder sterb ich dann? Das müsste funktionieren. Sieht zumindest so aus. Das ist jetzt nicht passiert, oder? Das ist nicht passiert, ey! Oh, es ist gespeichert, oh Gott. Gelaufen. Also so wirklich dumm gelaufen. Wenn ich ehrlich bin. Scheiße. So, jetzt bin ich hier. Zack. Zack. Jetzt geht's weiter hier. Zack. Jetzt bin ich hier in einem Raum, der mir jetzt genau was bringen soll. Nee, das macht ja keinen Sinn. Das macht ja keinen Sinn. Wenn ich jetzt hier rüberfliege. Das macht keinen Sinn. Ich muss...